Menschen obdachlos. Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer auf mehr als 24.000. Zum Tag des europäischen Notrufs soll mit verschiedenen Aktionen die Bekanntheit der europaweiten Notrufnummer 112 erhöht werden. So informiert zum Beispiel die Feuerwehr Friedrichshafen in der Innenstadt, wie man sich in Notsituationen verhält. Auch der baden-württembergische Innenminister Strobel hat an die Bedeutung der 112 erinnert und aber auch vom Missbrauch gewarnt. In vielen Städten in Baden-Württemberg finden heute Fastnachtsumzüge und Narrentreffen statt. In Konstanz und im Kreis Ravensburg feiern zwei Zünfte 60-jähriges Jubiläum. Im badischen Farnhalt und in Tegenau-Hochrhein sind Umzüge geplant. Eine der größten Veranstaltungen findet in Schwäbisch Gmünd statt. Hier treten 800 Guckermusiker aus Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz und England auf. Erwartet werden zehntausende Zuschauer. Nachrichten jederzeit zum Nachhören in der SWR1-App. SWR1 Baden-Württemberg mit Jochen Klink. Ein bisschen Französisch jetzt mit France Gall und Musik in einer anderen Sprache haben wir gerade bei Instagram bei SWR1 Hits. Wie wäre es, wenn die Fantastischen Vier auf Schwäbisch gesungen hätten? Corinne von Lehrer Klein hat es ausprobiert und es ist ein lustiges Video geworden. Definitiv. SWR1 Hits bei Instagram. Schönen Samstag.